Ja, hier an der Hems in Darmstadt passiert heute Historisches. 1000 Tablets werden vom Kultusminister Alexander Lorz hier an die Schule gebracht. Wir sind sehr, sehr aufgeregt. Wir dürfen dabei sein. Ein historischer Moment. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Jovial und freundschaftlich gehen die Politiker und Honoratioren über Parteigrenzen hinweg miteinander um. Sie alle wissen, gleich wird Geschichte geschrieben. Ja, es ist schon ein historischer Moment, weil es etwas ist, wo wir wieder dem Lande als Benchmark zeigen konnten, das ist der Weg, den wir gehen sollten in der Bildung. Der Ehrentrost der Digitalisierungsoffensive setzt sich in Bewegung, um hier und heute mitzuteilen, dass in Zukunft digitaler Unterricht mit Computer stattfinden wird. Darum sind sie heute zu Ihnen gekommen. Erinnerungen werden wach. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Am heutigen Grund zu jubeln nimmt aus Corona-Gründen Digitalministerin Sinemus per Videoschalter teil. Auch sie gerührt. Und so kann man bei dem einen oder anderen durchaus ein Tränchen in den Augen sehen. Allen voran Kultusminister Lorz. Haben Sie das Gefühl, dass es so ein bisschen, zwar jetzt nur eine kleine Geste ist, diese Rechner zu übergeben, aber doch so eine Art historischer Schritt ist, dass man jetzt so weit ist? Ja, ich glaube schon, weil das einfach einen neuen Standard setzt. Darüber ist in vergangenen Jahren oft und viel auch diskutiert worden. Und ich glaube, das ist jetzt selbstverständlich. In Zukunft wird einfach jede Lehrerin, jeder Lehrer ein digitales Endgerät haben. Und so sehen sie aus, die Lehrerendgeräte. Beruhigendes Mintgrün im Zusammenspiel mit Cremeweiß. Schon die Verpackung adelt den Inhalt. Darin die nackte Wahrheit. Das erste von 1000 Tablets, die nach nur einem Jahr Pandemie nun an Hessens Lehrende ausgegeben werden. Jetzt haben wir ein Jahr knapp gebraucht, relativ schnell, um 1000 Laptops hinzubringen. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir 70.000 Lehrer roundabout haben, dann sind wir ja in 70 Jahren durchdigitalisiert. Ja, keine Sorge. Also das wird jetzt richtig flutschen. Man braucht halt immer lange, um sowas aufzusetzen. Zur Komplettdigitalisierung ist es also nur noch ein kleiner Schritt. Wieder weht ein Hauch von Geschichte. In den nächsten Wochen wird das Schulamt das Tablet nun mit einem Betriebssystem sowie vielerlei Schul- und Bildungssoftware füttern. Dann wird es voll funktionsfähig sein. Der Ehrentrost zieht weiter, die Welt retten. Wir bleiben an diesem historischen Tag bewegt zurück. Ja, auch als gestandener Reporter hat man ein kleines Tränchen im Auge und muss sagen, vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften. Hessen ist vorbereitet auf die Digitalisierung und mit diesen wirklich guten Aussichten kann man in diesen schweren Zeiten zurück ins analoge Fernsehen geben. Und es ist alles Windows 95, ja?